Hör auf mit dem verdammten Theaterstark. Die Tour kenne ich. Dir fehlt genauso wenig wie mir. Und wenn du glaubst, du kannst mich reinlegen und wieder versuchen zu flitzen, dann bekommst du von mir eine Kugel zwischen die Augen, bevor du einmal Piep sagen kannst. Hey, Stark, was ist los? Kannst du nicht antworten? Hör zu, jetzt ist Schluss. Meine Geduld ist zu Ende. Wenn du nicht sofort mit diesen albernen Mädchen aufhörst, werde ich... Was ist denn das? Die Lepra! Lepra! Da hat die Lepra! Hilfe! Da hat die Lepra! Stark. Hallo, Warner. Entschuldige, dass ich durchs Fenster gekommen bin, aber an der Haustür war mir etwas zu viel Betrieb. Freut mich, dass du offensichtlich gesund und munter bist. Was fällt Ihnen ein, hier so einfach rein? Nicht ein. Die Klappe. Schön, dich zu sehen. Ich dachte, du säßest im Gefängnis von Yuma. Da war ich auch. Aber nicht sehr lange, wie ich sehe. Nur 8 Monate.
Leider ein wenig zu kurz für deine Pläne, nicht wahr? Was soll das heißen? Halt, warte, Stark. Ich habe alles in Bewegung gesetzt, um dich aus dem Gefängnis rauszuholen, als ich erfuhr, wo du steckst. Das ist ja nun überflüssig. Du hast es allein geschafft. Du hättest mich doch verrecken lassen, Warner. Wie kannst du das nur sagen? Wir sind doch Freunde. Ich lasse doch keinen Freund sitzen. Traust du mir das etwa zu? Na also. Du brauchst doch bestimmt Geld. Da hast du. Alles hier! Was für bist der? Gerade über den Rio Negro. Er hat diesen Gringo Warner umgelegt. Um den Halunken ist es im Grunde genommen nicht schade. Aber dann hat er 4 von unseren Leuten erschossen. Einer davon war Quintas, der Pistolero. Was soll jetzt mit dem Kerl geschehen? Du hast offensichtlich nichts dazugelernt. Ich hab dir doch gesagt, du sollst dich hier nicht wieder sehen lassen. Diesmal kannst du mit keiner Milde rechnen. Ich habe auch nicht drum gebeten. Aufhängen! Vamos. Also ihr sagt, mein Sohn hat sich geweigert, mitzukommen? Senor, nicht nur das. Er hätte uns beinahe über den Haufen geschossen. Als wir ihm sagten, dass er zurückkommen soll, meinte er, er fühlte sich wohler, wo er ist. Und dann sagte er, wir sollten ihn bestellen. Keine 10 Pferde würden ihn je wieder lebend auf die Hacienda zurückbringen. Außerdem ist er nicht mehr in Mexiko, sondern drüben in den Staaten. Man könnte ihn nur mit Gewalt über die Grenze schaffen. Bring den Gringo her! Aus. Du bleibst hier. Die Sache geht dich genauso an. Mach ihn los. Hä? Schneid die Fesseln durch. Haben Sie sich's anders überlegt? Die Umstände zwingen einen manchmal leider dazu. Komm. Ich möchte dir ein Angebot machen. Du hast nichts zu verlieren, aber eine Menge zu gewinnen. Trinkst du lieber Whisky oder Tequila? Kommt drauf an, was Sie nehmen. Tequila. Whisky. Meine Frau und ich haben einen Sohn, Fidel. Er hat unser Haus verlassen. Er hat sich einer Bande angeschlossen, die von einem Strolch angeführt wird, den man Major nennt. Ich begreife das einfach nicht. Er verzichtet lieber auf ein Vermögen, nur um mit einer Bande Renegaten zusammen sein zu können. Seine Mutter und ich, wir machen uns große Sorgen um ihn.
Wir würden alles dafür geben, wenn der Junge zurückkehrte. Ich schenke dir die Freiheit, wenn du ihn zurückbringst. Nur einer wie du schafft sowas. Kennst du diesen Major? Ja, er heißt Charlie Donegan. Und ob ich den kenne? Bring uns unseren Sohn wieder zurück und ich zahle dir eine Belohnung von $5,000. Ich will nur eins, dass dieser gemeine Verbrecher, dieser Schuft vernichtet wird, unseren Sohn gegen uns aufgehetzt hat. Ohne ihn hat unser Leben keinen Sinn mehr. Hast du uns was mitgebracht, Fidel? Er bringt uns doch immer was mit. Dann wollen wir mal sehen, was Onkel Fidel in der Tasche hat. Oh ja. Und wollen? Nein, bloß Erdnüsse. Oh, eine für dich? Eine für mich? Hm? Für mich auch. Und eine für mich. Zum Essen gibt's heute gebratenes Hühnchen. Ja. Was an der Knallerei? Lass deine Kanone stecken, sonst sperre ich dich ein. Es war doch nur Spaß, Sheriff. Ich wollte doch nur einen Braten zum Mittagessen schießen. Ein Hühnchen, Sheriff? Nee. Stell dich nicht so an. Schön. Sind die nicht reizend? Ja, wie die Turteltauben sind sie. Sie wollte ihn ja unbedingt heiraten. Es lebe das Brautpaar! Ein bisschen zärtlich, ist das nicht ein hübsches Paar? Das wird der Hochzeitstag! Hallo! Hier, Major. Mein Gewehr, Sergeant. Jawohl, Sir. Keine falsche Bewegung. So, Kinder, jetzt geht ihr am besten nach Hause. Oh. Hey, Monty, schaff den Esel aus dem Weg. Ja, Sir. Und dann halt die Leute in Schach. Ja, Sir. Oh. Soll der liebe Onkel böse werden? Mhm. Mein Kompliment. Das war wirklich eine amüsante Komödie. Aber Sie haben doch nicht im Ernst vor, sich an meinem Geld zu vergreifen. Das ist doch überhaupt nicht Ihr Geld. Sie haben es nur ein paar Idioten am Spieltisch abgenommen. Und da habe ich mir gedacht, dass Sie gerne etwas für die Veteranen des Bürgerkriegs spenden möchten. Hm? Durchsuch seine Taschen und nimm ihm alles ab, was er bei sich hat. Bitte sehr. Komm ruhig her. Du kannst auch gleich meine Uhr haben. Vielen Dank, meine geht sowieso nicht. Hier hast du sie. Donnerwetter, habt ihr sowas schon mal gesehen? Die Uhr war geladen. Die ist ja nicht aufgezogen. Sagen Sie mal, wollten Sie mich erschießen? Wenn Sie einen alten Soldaten auf die Rolle nehmen wollen, müssen Sie früher aufstehen. Ich hatte gleich das Gefühl, dass der Schuss auf die Wetterfahne ein Signal war. Danke, junger Mann. Ich würde das gern behalten, Major. Ich habe mir immer eine Uhr gewünscht, die so schlägt wie die hier. So, damit werden unsere Geschäfte hier wohl erledigt. Wiedersehen. Wiedersehen.
Nicht zu fassen. Ich habe schon wieder gewonnen. Ich habe die Bank gesprengt. Ich habe schon wieder gewonnen, Mensch. Diesmal sogar auf die 13 habe ich gewonnen. Ach, red keinen Blödsinn, Finch. Sie sind immer so gemein zu mir. Gar nicht nett. Wo ich so an Ihnen hänge. Achtung, Abteilung, abrücken! Frost. Kalt hier draußen. Fidel, Zeit zum Aufbruch. Wenn Sie zufällig meinen Freund Fidel sehen, ich bin hier. Was du willst. Warum gibst du mir denn immer nur Erdnüsse? Na und? Die sind gesund und vitaminhaltig. Ist. Wo ist Sheila? Trink erst mal einen Whisky. Das beruhigt die Nerven. Besonders guter Tropfen. Besser als Tequila. Greif zu, greif zu. Sheila, wo bist du? Sheila, komm sofort her. Warum? Die Dame fühlt sich hier sehr wohl. Hört euch den Bettmesser an. Du hast aber für dein kleines Gehirn ein sehr großes Maul. Na, warte, Bürschchen. Das wirst du mir büßen. Es wird dir noch leid tun, dass du überhaupt den Boden bist. Komm her, du Angeher. Na, warte. Dass es so schnell wie möglich kommen soll. Sonst schlagen sie hier alles kurz und klein. Was ist du denn? Komm weg! Der mit dem Geklimper. Fidel! Arrivo! Arrivo, Fidel! Arrivo! Wenn er mit der Prügelei aufhört, Jungs, dann gebe ich für alle eine Lage! Halt's Maul! Auch das noch! Hört ihr mich, oder muss ich jetzt ungemütlich werden? Jetzt wird gerade lustig. Lass es abbauen. Wer bist du? Willst du unbedingt das Gefängnis von innen sehen? Ja. Durch die Tür kommen wir aber nicht raus. Oh doch, durch die Hintertür. Ja. Auf!
schreibt euch hinter die Ohren. Das ist meine Ente. Dass sie keiner in die Pfanne haut, verstanden? Na, gib Küsschen. Oh, wen haben wir denn da? Mein lieber alter Freund Stark. Haben Sie dich doch nicht aufgehängt? Nein, um das Vergnügen habe ich Sie gebracht, Charlie. Du hast ja immer noch die alte Knarre. Und du deine Peitsche. Ja. Hast du vom Kriegsspielen immer noch nicht genug, Charlie? Du hast ja eine ganze Armee um dich versammelt. Ich bin der geborene Soldat. Der Saufsack Rent hat mich nicht mal zum Korporal befördert. Während des Krieges habe ich Beute für die Regierung gemacht. Und jetzt bin ich so frei, Beute für mich zu machen. Wo hast du ihn aufgegabelt? Ich hatte eine Prügelei im Saloon und er hat mir das Leben gerettet. Ja, er ist Spezialist in solchen Sachen. Wenn du Lust hast zu bleiben, mache ich dich zum Lieutenant. Zum Captain? Nein, danke. Ich kann dich nicht gut zum Major machen. Dazu habe ich mich schon selbst ernannt. Ich habe was anderes vor, Charlie. Na, schön, dann eben. Ich komme mit rein und trinke einen Whisky. Trompeter! Blasen Sie zum Zapfenstreich. Kommt. Sollt verdient. Darf ich es heute auch versuchen? Heute nicht, Doktor. Wenn Sie jemand umbringen wollen, haben Sie ja Ihre Patienten. $1. Achtung, Trompeter! Feuer! Wieder daneben. Wann wirst du es hier lernen? Ich sage es dir zum letzten Mal. Lass endlich die Finger vom Schnaps und von den Weibern. Ich kriege $2. Ja, stimmt. Verbindlichen Dank. Scheiße. $10. Finger weg. Alles oder nichts. Na schön, 5. Ja, 6. Verdammter Mist. Das geht ja wie geschmiert. Jetzt bin ich dran, Major. Ich schieße auch auf den Zehner. Du triffst doch nur für $1. Ich muss $100 zusammenkriegen, damit ich meinen Sohn auf die Militärakademie schicken kann. Ich schieße auf das $10-Ziel. Sie werden staunen. Siehst du, jetzt hast du nicht mal $1. Wenn unter meinen Männern nur einer wäre, der anständig schießen könnte. Na, Charlie, wie viel zahlst du frei, Philipp? Halsabschneider.
Sergeant Fitch? Ja, Sir. Lassen Sie wegtreten. Ja, Sir. Komm, Stark. Alles wegtreten! Ich würde dir ja gern was geben. Aber in meiner Kasse ist leider Ebbe. Und ich muss zuerst an meine Leute denken. Alles wegtreten! Weißt du, wenn man die Schlagkraft einer Truppe wie meiner erhalten will, kostet das nun mal Geld. Wenn die Männer nicht pünktlich ihren Sold kriegen, ist es aus mit der Disziplin. Charlie, möchtest du ohne Risiko $1 Million abkassieren? Sag mal, hast du Fieber, mein Junge? Absolut nicht. Ich mein's vollkommen ernst. Die Sache ist hieb- und stichfest, Charlie. Verlass dich drauf. Ich habe alles genau überlegt. Setz dich. Es gibt einen Zug zwischen Tucson und El Paso. Eine Art Spezialzug. Nur 2 gepanzerte Wagen, eine Eskorte, keine Passagiere. Das ist nichts Neues, Stark. Was meinst du, wie oft ich mich schon mit diesem Zug beschäftigt habe? Du sprichst doch von dem Zug, der das Gold aus den Minen abtransportiert. Ja. Und das willst du schnappen? Mhm. Das würdest du nicht mal mit einer ganzen Armee schaffen. Sag das nicht, Charlie. Zwischen Glen und Saddle Rock fährt der Zug durch eine öde, verlassene Gegend. Etwa in der Mitte der Strecke ist eine Kurve, die sich um einen Bergrücken zieht. Direkt danach kommt die große Brücke über den Saddle Rock River. An der Stelle unterbrechen wir die Gleise und bauen eine neue Strecke. Anstatt über die Brücke führt sie genau auf den Rand der Schlucht zu. Der Zug stürzt mit Mann und Maus in den Fluss. Und wir können in aller Ruhe das Gold aus den Trümmern bergen. $2 Millionen, Charlie. Eine für dich und eine für mich. Moment. Was hast du dem Major denn erzählt? Ich habe ihn noch nie so aufgeregt gesehen. Becker, komm her, Sidney. Du hast recht. An dieser Stelle unterbrechen wir die Strecke. Welche Strecke? Halt den Mund und hör zu. Es gibt nur noch ein Problem dabei. Der Zug fährt erst in 3 Wochen. Jetzt müssen wir 2 Dinge tun. Ich muss losreiten und mir die Stelle ansehen. Und du hast die Aufgabe, 100 Meter Schienen zu besorgen. Großartig. Und woher? Ich brauche einen Begleiter, Charlie. Aber nicht nur eine Kanone, sondern eine Kanone mit Gehirn. Fidel ist dein Mann. Er hat beides. Kommt. Wiedersehen, Sidney. Hier können wir übernachten, glaube ich. Die Bahnlinie ist auf der anderen Seite der Bergkette. Na, Gott sei Dank. Ich bin schon ganz steif, amigo. Ich dachte schon, du wolltest überhaupt keine Pause machen. Ich bin tot, amigo. Wir werden schnell was essen und dann wird geschlafen. Und morgen sehen wir uns die Strecke an. Hol ein bisschen Brennholz. Ich koche uns einen Kaffee. Tut mir leid, Stark, aber ich bin einfach zu müde. Ich verzichte auf den Kaffee. Wie du meinst. Angenehme Ruhe. Was ist denn das? Langsam. Je mehr du dich bewegst, desto enger werden die Fesseln. Wer hat mich gefesselt? Ich. Damit du ruhiger schläfst. Kaffee? Das ist sehr dumm von dir. Eine gute Tasse Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Wenn du dein Schießeisen suchst, da drüben liegt es. Ich dachte, wir wollten uns zusammen die Strecke ansehen. Oh, nein. Das war nur ein Vorwand, um dich von Charlie wegzulotsen. Mhm. Verstehe. Mein Vater hat dich geschickt, ne? Richtig.
Ich habe auch deine Mutter gesehen. Ach, was geht dich das alles überhaupt an? Das geht mich sogar sehr viel an. Du bringst mir einen Haufen Geld ein. Du solltest mir eigentlich dankbar sein. Er wartet doch ein hübsches Erbe auf dich. Das hat dir wohl mein Vater eingeredet, hm? Na schön. Wenn du mir versprichst, vernünftig zu sein, kannst du die Fesseln abmachen. Du musst mich noch ein paar Tage ertragen. Dann bist du mich los. Ich habe keine Lust, so lange zu warten, Stark. Du kannst meinen Vater bestellen. Ich will nichts mit ihm zu tun haben. Ich reite wieder zurück. Zum Major. Hast du gehört, Stark? Ich reite wieder zurück zum Major. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie du das verhindern kannst. Du musst meine Kugel in den Rücken schießen. Dann kannst du meine Leiche auf der Hacienda abliefern. Adios, amigo. Ich schätze, es wird jetzt ungefähr 7 sein. Wenn ich mich ranhalte, kann ich bei Sonnenuntergang wieder da sein. Ach ja. Mal sehen, wie spät es wirklich ist. Also nach meiner Uhr schaffst du es kaum noch. Jetzt komm. Wolltest du das Schießeisen aufheben? Okay. Aber ganz langsam, weißt du? Fass es am Lauf an. Na gut, Stark. Aber ich warne dich. Der Major wird das nicht so einfach hinnehmen. Der nicht. Das weiß ich. Und jetzt los. Alles Gute, Stark. Und pass auf, dass du nicht wieder dem Major über den Weg läufst. Der ist nicht so nett wie ich. Der lässt keinen Verwundeten am Leben. Das weißt du doch. Das stimmt. Ebenso wenig wie ich. Wir würden niemanden elend verbluten lassen wie du. Na, drück ab. Gib mir den Gnadenschuss. Vorwärts, tut mir den Gefallen. Komm schon, dein Pferd würdest du auch erschießen. Na, drück ab. Okay, Stark. Ich schulde dir ja noch etwas aus dem Saloon. Ich schaff dich nach Glenn, da ist dein Arzt. Sì, qui bisogna amputare, sa? Amputare subito. Ma che cosa bisogna amputare? E come che cosa? La zampa sinistra del maiale, il male è qui, qui. Ma morirà. Signorina mia, ci sono tanti uomini che campano con una gamba di legno. Oh. Vuol dire che voi farete una zampa di legno al maiale, eh? Credevamo che fosse ammalato di stomaco, non voleva più mangiare. Ero convinta che gli avreste dato la stessa pozione che avete dato il mese scorso alla mula. La mula? La mula è un'altra cosa. Vedete, il punto flogistico dell'infezione del suino sta proprio qui, nel centro del gluteo sinistro. Vi farò un lavoro di cesello, eh? Oh, was ist denn passiert?
Mein Freund braucht dringend einen Arzt. Mein Mann ist leider nicht da. Er ist schon seit Mittag unterwegs. Glauben Sie, dass er bald kommt? Das ist schwer zu sagen. Darf ich meinen Freund dann hier bei Ihnen lassen? Ich habe nichts dagegen. Kommen Sie ruhig rein. In dem Zustand kann ich ihn ja nicht wegschicken. Setzen Sie ihn auf den Stuhl da drüben. Auf den hier? Ja, machen Sie es sich nur bequem. Ich sehe mal zu, ob ich den Arzt finde. Ach ja, falls du deine Kanone brauchst. So, adios. Sind Sie vielleicht der hiesige Arzt? Kommt drauf an, wer fragt. Ein Freund von mir braucht dringend einen Arzt. Ich bin leider nur Tierarzt, wissen Sie? Wenn es sich um eine Geburt handeln würde, könnte ich Ihnen vielleicht helfen. Aber Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Ihr Freund ein Baby kriegt. Nein, der Ärmste hat eine Revolverkugel in der Hüfte. Mein lieber Junge, da müssen Sie sich an den Chirurgen wenden, nicht an mich. Doktor, mein Kätzchen hat sich das Bein gebrochen. Komm morgen in meine Sprechstunde, jetzt bin ich zu müde. Wenn Sie so weitermachen, Jameson, dann verspreche ich Ihnen, dass Sie auch die nächsten 5 Jahre Sheriff bleiben. Jameson, der Bursche gehört zu der Bande des Majors. Sind Sie Ihrer Sache sicher? Er hat den Dillinger bei sich, den er mir gestohlen hat. Ja. Halte dich! Stopp! Hey! Hey! Lass ihn kommen zu den Pferden! Ah! Hey! 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 Machen Sie schon, Doc, holen Sie endlich die Kugel raus. Ja, sofort, wenn Sie sich freundlicherweise da hinlegen würden. Ja, ja, eine Kugel im Leib kann einen sehr stören. Manche Leute sterben sogar dran. So, dann wollen wir mal sehen, wo steckt denn das Ding? Ja, der hat ein ganz schönes Loch gerissen. Moment mal. Ich kann gar keine Kugel sehen. Ist ja komisch. Beeilen Sie sich, ich hab's eilig. Langsam. So schnell wie Sie reingehen, kommen Sie nicht wieder raus. So, jetzt beißen Sie mal die Zähne zusammen. Geister! Fertig. Ich werde lieber vorsichtig sein, York. Sonst verpasst er Ihnen zum Abschied noch eine Kugel zwischen die Augen. Hört auf mit der sinnlosen Ballerei. Hinter dem Felsen erwischen wir ihn doch nicht. Warte nur, wir kriegen dich schon. Du kannst nicht ewig da bleiben. Oh, ich fühle mich hier sehr wohl. Hinter dem Felsen kann mir nichts passieren. Hey, da. Hallo, schieß. Schießeisen runter. Da! Meinen Dillinger auch. Er hat dir kein Glück gebracht. So, jetzt kannst du dich hinter Gefängnisgittern verkriechen. Vorwärts, komm runter. Wozu der Aufwand, Sheriff? Der Junge hat die Grenze widerrechtlich überschritten.
Niemand kann uns einen Vorwurf machen, wenn er dabei umkommt. Sie haben recht, York. Er gehört Ihnen. Nein, mir! Du gibst wohl niemals auf, was? Nein, nie, aber das war diesmal dein Glück. Ja, dann war deine Verletzung ja nicht so schlimm, wenn du schon wieder so munter bist. Ich habe nur so getan, damit du mich zum Arzt bringst. Jedenfalls vielen Dank. Jetzt kann ich mir meine 5000 Dollar von deinem Vater holen. Also los. Ja, ja. Schon gut. Ich passe es da. Sicher, schon möglich, aber ich bin von Natur aus misstrauisch. Den Derringer auch, bitte. Na, schön. Aber ich warne dich, Stark, wenn du nur eine Sekunde nicht aufpasst, bin ich weg. Oh, ich bin noch nicht so dumm, mir 5000 Dollar durch die Lappen gehen zu lassen. Ich glaube, es ist besser, wenn wir jetzt von hier verduften. Einer von den Toten da drüben ist dummerweise ein Sheriff. Ich habe ihn nicht umgelegt, sondern du. Unwichtig, wenn man ihn findet, wird man Truppen hinter uns herhetzen. Deshalb ist es besser, wir brechen auf. Und wo wollen wir hin? Wir reiten von hier aus über die Hängebrücke und versuchen, durch die Wüste die Grenze zu erreichen. Du bist wohl verrückt. Durch die Wüste, das schaffen wir nie. Das nehmen die bestimmt auch an. Und jetzt komm. Einige Anzeichen deuten allerdings darauf hin, dass der junge Mann vergangene Nacht in Glen gewesen ist. Was ist mit Stark? Waren Sie nicht zusammen? Anscheinend nicht. Niemand hat Stark gesehen. Ich habe den Eindruck, dass man Fidel erkannt hat und der Sheriff hinter ihm her ist. Dann sitzt er verdammt in der Klemme. Sehen wir uns mal die Karte an. Also, wir teilen uns in drei Gruppen. Du übernimmst Gruppe 1, verstanden? Jawohl. Doc, du übernimmst die zweite Gruppe und ich führe die dritte an. Und was übernehme ich? Du reitest mit mir. Lass die Leute antreten. Jawohl, Major. Der Junge muss in Saddle Rock City gewesen sein, wenn er nach Glen wollte. Oder er ist weiter südlich geritten. Nach San Antonio. Wo ist meine Ente? Und wenn er über den alten Comanchen-Pfad geritten ist? Über den Comanchen-Pfad? Du hast wohl einen Vogel. Dazu ist der Junge viel zu schlau. Ihr reitet am besten immer am Fluss lang. Und ihr, Doc? Ja, Sir. Durchsucht die Umgebung von Glen. Ich kämme das Gebiet weiter nördlich durch. Wir treffen uns alle wieder bei der Eisenbahnbrücke. Wo ist meine Ente? Die Leute sind angetreten, Hast du Sidney irgendwo gesehen? Nein, habe ich nicht. Nicht schießen! Sir? Trompeter? Wenn er nur eine Feder verloren hat, wirst du erschossen. Da wären wir. Oh.
Sonst trägt das Ding vielleicht, aber was ist mit den Pferden? Die lassen wir hier. Steig ab. Wir gehen zu Fuß? Ja. Den ganzen Weg nach Mexiko? Wenn sein muss. Oh. Hör zu, ich möchte lieber reiten, Stark. Ich auch, aber es geht nun mal nicht. Nimm deinen Sattel. Danke. Du kannst auf der anderen Seite eine Pause machen. Vorwärts! Oh. Ah. Ah. Leb wohl, Stark. So schwitzen wie ich auf der Brücke. Ja. Los, weiter. Lauf. Wirst du wohl laufen? Los. Schmeckt gut, nicht wahr, wenn man so gerannt ist? Du entwischst mir nicht, Fidel. Ich krieg dich immer wieder. Ich hab gewusst, dass du hier auftauchen würdest. Es ist die einzige Hütte im Umkreis von 10 Meilen. Sie gehört einem Freund von mir. Und was hast du mit mir vor? Immer das Gleiche. Es hat sich nichts geändert. Ich bring dich nach Mexiko zu deinem Vater. Nur, dass ich diesmal vorsichtiger bin. Von jetzt an wirst du gefesselt.
schlapp machen, Finde. Pause. Tut mir leid, Fiete. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Du hast gut reden, du kannst reiten. Aber ich bin einfach am Ende. Ich kann nicht mehr. Hast du es dir endlich doch überlegt? Aber hierhin kommst du mir nicht. Schon gar nicht, wenn du meinen Sattel schleppst. Steh auf. Ich gehe von jetzt an genauso zu Fuß wie du. Aber den Wassersack werde ich vorsichtshalber selber schleppen, verstanden? Und jetzt lauf. Ja! Könnten wir uns nicht ein bisschen ausruhen? Lieber nicht. Wir haben schon viel zu viel Zeit verloren. Also komm. Minuten Pause hätten doch nicht ausgemacht. Mexiko liegt da, Fidel. Wenn wir uns in der Wüste verirren? Wir brauchen immer nur nach Süden zu gehen. Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht, aber Sie können doch nicht vom Erdboden. Wir finden Sie schon, und wenn ich die ganze Gegend auf den Kopf stellen muss. Hallo, Richard! Endlich! Ihr habt ja verdammt lange gebraucht. Ja, leider. Irgendwas entdeckt? Nein, nichts. Wo bleiben die anderen? Müssen auch gleich da sein. Ja, da kommen sie ja schon. Sehen auch nicht sehr beglückt aus. Zur Stelle, Major. Fidel war wirklich im Glen. Man hat ihn dort erkannt und er musste sich aus dem Staube machen. York, der Sheriff und drei Mann sind ihm gefolgt. Wir haben ihre Leichen am Silver Rock gefunden. Dann lebt der Junge jedenfalls noch. Was ist mit Stark? Ich weiß nicht, es scheint so, als hätte er Fidel überredet, die Sache mit ihm auf eigene Rechnung zu machen. Stark wäre imstande dazu. Aber der Junge würde mir das nie antun. Kommt, wir reiten nach Süden. Hey! Hey! Oh, oh. Hey, hey. Ja. Zeit zum Schlafen. Wenn ich dir mein Wort gebe, nicht zu fliehen, würdest du mich dann ungefesselt schlafen lassen? Hm. Weißt du, das ist kein persönliches Misstrauen. Es ist nur... Es ist mir... Es ist mir einfach lieber so. Nacht. Träum süß. Dankeschön.
Das darf doch nicht wahr sein. Nein, Stark. Du erschießt mich nicht. Ich kenne dich zu gut. Du wirfst keine 5000 Dollar weg. Gib mir den Wassersack. Los, Schwitzbad. Nein. Ich hab das Wasser und ich behalte es. Komm mir ruhig weiter nach, wenn du kannst. Ich trinke auf deine Gesundheit. Und dann kannst du mich. Du bist ja irrsinnig. Jetzt werden wir beide verrecken. Es stirbt sich besser in Gesellschaft. Der ist wieder zu sich gekommen, Vater. Also, die beiden waren total am Ende. Was macht der andere? Schläft noch. Du Mama, ich bin hier. Du brauchst keine Angst vor den beiden zu haben. Dann bin ich ja beruhigt, David. Ich war schon auf. Sie müssen ganz schön was durchgemacht haben. Das kann man wohl sagen. Als wir sie fanden, dachten wir schon, sie wären tot. So ein Wahnsinn, den Weg durch die Wüste zu nehmen. Ruhig. Ich bin froh, dass noch jemand anders so verrückt gewesen ist. Wir hatten unsere Gründe. Wir wollen nach Cimarron in Kalifornien. Dort soll es noch freies Land geben. Wir wollen so schnell es geht dort sein und haben uns aus diesem Grund für den kürzesten Weg entschieden. Wir haben es gerade so geschafft. Zuletzt hatten wir kaum noch genug Wasser. Für die Pferde und für uns.
Ist das Ihr Junge? Ja. Mein Mann lebt nicht mehr. Man hatte von uns verlangt, dass wir unsere Ranch in Kansas aufgeben. Als wir uns weigerten, schickte man uns ein paar Revolvermänner auf den Hals. Ich verstehe. Und jetzt ziehen wir nach Kalifornien. Verzeihen Sie die Störung, meine Herrschaften, aber könnte ich einen Schluck Wasser haben? Mhm. Ich gebe es Ihnen. Wir hätten im Frieden nicht trauen sollen. Am nächsten Morgen waren die Indianer mit unseren Pferden und dem Wasser verschwunden. Ah, wo wollten Sie eigentlich hin? Wir waren unterwegs nach Agua Sacra. Fidel möchte dort seinen Vater besuchen. Sag mal, warum hat dein Freund eigentlich zwei Revolver und du keinen? Als wir vor den Indianern flohen, habe ich ihn fallen lassen. Stark hat ihn aufgehoben. Er hat vergessen, ihn mir wiederzugeben. Stimmt doch, Stark. Hm? Allerdings. Da hast du ihn, Fidel. Wenn Sie nach Cimarron wollen, müssen Sie doch an der Poststation vorbeikommen. Dort könnten wir uns Pferde besorgen. Warum fahren wir nicht mit Ihnen bis nach Cimarron? Wir haben doch Zeit genug. Oh ja, wenn ihr bei uns bleibt, brauchen wir keine Angst vor Indianern zu haben. Und du kannst mir beibringen, wie man schießt. So, David, jetzt wird's aber Zeit für dich, schlafen zu gehen. Hm? Komm. Das Essen hat großartig geschmeckt. Vielen Dank. Und jetzt bin ich müde. Wie wär's mit einer Zigarre? Oh, gern, danke. Ich glaube, es ist besser, wenn wir heute Nacht eine Wache aufstellen. Ach, ich halte das eigentlich für überflüssig. In diese Gegend kommen nur selten Indianer. Und wenn sich jemand nähert, würden uns die Pferde sofort wecken. Sie haben vielleicht recht, aber ich bleibe trotzdem lieber auf. Ich kann ja morgen auf der Fahrt schlafen. Okay, wie Sie wollen. Hey, Ma! Stark hat sich eben bereit erklärt, Wache zu halten. Dann werde ich noch mal so gut schlafen. Wir haben für den Notfall etwas Whisky bei uns, nicht wahr, Vater? Aha. Danke. Ich würde ihn nicht trinken. Sie braucht das Zeug nämlich selbst. Schreck gekriegt? Tu das nie wieder. Vor allem nicht von hinten. David, gib den Revolver her. Und jetzt marsch ins Bett. Sie sind sehr schnell mit dem Schießeisen, Stark. Das habe ich bis jetzt nur bei einem gesehen. Bei dem Banditen, der meinen Mann erschossen hat. Was wollen Sie damit sagen? Das wissen Sie sehr gut. Also gut. Ich gebe zu, ich bin ein Revolvermann. Wissen Sie, was das heißt? Ich werde dafür bezahlt, dass ich Dinge tue, die selbst zu tun meine Auftraggeber zu feige sind. Das klingt ja beinahe wie eine Entschuldigung. Für was? Hören Sie, was ich mache, ist eine Arbeit wie jeder andere. Ich erfülle meine Aufträge und werde gut dafür bezahlt. Haben Sie schon mal daran gedacht, dieses Leben aufzugeben? Gewiss, schon öfter. Wären Sie wirklich imstande, Ihren Revolvergürtel für immer abzulegen? Vielleicht. Gute Nacht, Star. Gute Nacht. Augenblick noch. Ja? Noch nichts. Gute Nacht. Trennen sich unsere Wege. Da drüben gibt's Pferde. Haben Sie es wirklich so eilig, Stark?
Ich fürchte ja. Ich möchte, dass Sie das behalten. Aber das ist aus Gold, das kann ich doch nicht annehmen. Doch, doch, das können Sie. Nehmen Sie es als Dank für das, was Sie für uns getan haben. Bitte. Mein Freund ist sehr großzügig, müssen Sie wissen. Hm? Wiedersehen, Mrs. Longmurray. Wiedersehen, Adios. Stark. Wiedersehen, David. Wiedersehen. Wiedersehen, Mister. Alles Gute. Wir sehen uns wieder. Ja! Ja! So endet der Traum meiner Liebe. So, komm. Stark, hör zu. In der Wüste wäre ich fast verdurstet und bei den Leuten gab es nichts weiter zu trinken als Wasser. Gönn mir doch ein Bier. Komm schon. Du hast doch auch Appetit drauf. Ich bezahle. Na schön. Trinken wir ein Bier. Du gehst vor. Okay, sofort. Stark, sieh mal da. Ich glaube, die gehören zur 5. Kavallerie. Waren bei Major und du nicht auch bei denen? Sehen meine Augen. Na, so eine Überraschung. Stark, der Held der Schlacht von Atlanta. Los, Jungs, kommt her. Ihr kennt ihn noch nicht. Der Kerl hier am Tisch ist wohl der niederträchtigste Deserteur und feigste Schweinehund, der auf der Welt herumläuft. Halt, hör mich nicht. Ich hab gar nicht die Absicht. Das hättest du lieber nicht tun sollen. Du wirst dich noch mal an diesen Schlag erinnern, wenn du vor dem Erschießungskommando stehst. Steh auf! Ich bin mit meiner Abteilung auf dem Weg nach Four Walls. Dort werden sie sich freuen, wenn ich dich mitbringe. Sehr freuen sogar. Hoffentlich sehe ich dann deine fiese Fratze nicht mehr. Los, ab mit dir! Kaffeestag? Zu viel Zucker. Dein Humor wird dir schon vergehen. Ich werde der sein, der zuletzt lacht. Das ist deine letzte Nacht. Schläft man gut.
Komm, sauf dir ordentlich einen anderen. So, schön. Wie habe ich das gemacht, Anna? Noch sind wir nicht weg. Nein, nach der anderen Seite. Ist die Straße. So, Stark, und jetzt trennen wir uns endgültig. Pass auf, dass du den Soldaten nicht wieder in die Hände fällst. Bis zum nächsten Ort wirst du es auch ohne mich schaffen. Runter vom Pferd. Ich lasse den Gaul für dich da unten stehen. Adios, Stark. Hast du wirklich gedacht, ich würde das Lager verlassen, ohne mir ein Andenken mitzunehmen? Ein ziemlich veraltetes Modell, aber es schießt noch. Einmal, Stark, verliere ich doch noch meine Geduld. Von mir aus. Der Tag wird kommen. Nein, 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 nein. Ich habe den Pferden nicht alles gegeben. Fidel. Nicht übel. Mitch, die Männer sind am Ende. Seit 2 Wochen jagen wir hinter den beiden her. Wenn der Junge noch am Leben ist, finde ich ihn auch. Wenn wir nur nicht dieser verdammten Patrouille in die Arme gelaufen wären. Nicht nur die Männer sind völlig fertig, auch die Pferde können kaum noch weiter. Major, sind Sie mal da unten? Komm. Hallo, Mister. Ja? Ich möchte Sie einen Moment sprechen. Mein Gewehr. Idiot. Tag. Tag. Ich brauche 3 Pferde. Ausgeschlossen. Ich will ja bezahlen.
Aber Sie sehen doch, dass das keine Reitpferde sind. Ach, das macht nichts. Ich gebe Ihnen $20 dafür. Oder ist Ihnen das etwa zu wenig? Hm? Machen Sie, dass Sie wegkommen. Oder ich schieße. Major, sind Sie denn Derringer? Verdammt noch mal. Das ist doch Fidels Derringer. Ja, Sir. Woher haben Sie das Ding? Sie können es mir ruhig sagen. Signor Quintana, Ihr Sohn. Gracias. Aiutate il figlio di Doña Sol a scendere. Gonzales. Che significa questa accoglienza? Significa che il tuo compito è finito, pistolero. Eccoti il tuo oro e vattene. Il resto non ti riguarda. Volevate vostro figlio per ridurlo così? Quel bastardo non è mio figlio. Questa donna lo ha avuto da un altro. Un americano. Un ingegnere che era venuto a lavorare ai miei ordini. Lei, quando ha consentito di sposarmi, di sposare uno degli uomini più ricchi e potenti del Messico, portava già dentro di sé il seme di un altro. Vergogna! Vergogna! Perdonami, perdonami. Non avrei mai dovuto parlare, ma tu mi hai costretto a farlo dopo che Fidel se n'era andato. Abbi pietà di noi. Lasciaci andare via, me e mio figlio. Non ci vedrai mai più, te lo giuro. Lasciaci andare via! No, resterai qua invece. E ci resterà anche lui, per sempre. Lo vedrai agonizzare un'ora dopo l'altra. Lasciaci andare via! Bringt das Kreuz hier! Ihr zwei, kommt her. Nein! Also, du bleibst hier. Du sollst mit ansehen, wie sich dein Quintana für die Verletzung seiner Ehre rächt. Vamos! Ti taglierò le palpebre, perché tu non possa mai chiudere gli occhi. Ich finde das Ganze zwar ziemlich widerlich, aber Sie haben recht. Es geht mich nichts an. Adios. Adios. Fertig!
Stellt das Feuer an! Nicht mehr schießen! Gebt es auf, ihr zwei, und kommt mit erhobenen Händen raus. Es hat keinen Zweck mehr. Non voglio uccidere Fidel con una pallottola, voglio vederlo morire sulla croce. Edo, Americano, ich gebe dir die allerletzte Chance. Steig auf dein Pferd und verschwinde auf der Stelle, sonst stirbst du genauso wie er. Oder bist du etwa lebensmüde, Gringo? Ha? Fidel! Das Stroh! Das Stroh! Komm hierher! Stark? Was willst du, Charlie? Ich werde dich erschießen. Ich zähle bis drei. Fertig? Kann's losgehen? Eins. Na, nervös, Stark? Zwei? Zwei. Nein, nicht Charlie! Ich lebe! Alles in Ordnung! Ah.
Er war ein großer Soldat. Und wie ein Soldat, so ist er auch gestorben. Schluss, Finch. Los. Ja. Herr im Himmel, nimm diesen tapferen Soldaten auf in deine große Armee und schenke auch der unglücklichen Frau ewigen Frieden. Amen. Amen. Was soll das, Stark? Ich hab genug. Ich mache Schluss. Ich fasse nie wieder ein Schießeisen an. Wohin willst du, Stark? Sag nur noch, dass du vorhast, nach Kalifornien zu reiten. Na und, hast du was dagegen? Willst du mich nicht mitnehmen, Stark? Also komm.